So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Ich muss die jetzt leider mitten in der Nacht aufnehmen, da ich am Mittwoch dann selbst keine Zeit dafür habe. Das wird nämlich alles sehr knapp, ich muss frühs weg und bin 17.30 Uhr oder so vielleicht wieder da. 18 Uhr ist dann die Raid Mania, ich hoffe, ich schaffe das auch alles und bin pünktlich zur Raid Mania zurück. Wenn nicht, drückt mir die Daumen, dass ich überhaupt wiederkomme. Ich möchte auch gar nicht so viel reden. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und alle, die unterwegs sind in der Raid-Stunde und alle, die mit dem Spületrend-Account befreundet sind, können natürlich Spületrend wieder einladen für Raid-Mania-Punkte, für ihre Raids. Für die Raids, die ihr macht, ladet Spületrend ein, dann könnt ihr Raidmania Punkte verdienen. Es ist ein neuer Monat, das ist die erste Raidmania jetzt im August. Das heißt, es fängt komplett von vorne an, alles wird neu gewürfelt. Julchen hat ja die letzte Raidmania gewonnen im Juli. Deswegen haben wir das Lavitar mit dem Kostüm jetzt als Kanalmaskottchen für den kommenden Monat. Ich möchte aber nicht weiter jetzt reden, sondern direkt dann zu den Highlights der Woche kommen. Angefangen hat die Woche hier bei Master Maden und wie war euer Rauch heute so? Ist natürlich nur ein Fake-Bild, aber man sieht hier, was schon wieder für Memes im Umkreis sind, im Umlauf sind, mit diversen Shinies hier dabei, lauter legendäre anderes. Am Ende ist sogar ein Digimon dabei, das müsste glaube ich Agumon sein. Ich habe keine Ahnung, wenn es falsch ist, schreibt es mal hin. Dann haben wir hier den Brainy Stendal, der hat ein 100er Zickzacks mitgenommen aus Stendal, Sachsen-Anhalt. Jetzt wisst ihr, wieso der so heißt. Baume hat was geschickt in Instagram, wo man wieder deutlich sieht, wieso ich keine Instagram-Bilder mag. Du siehst halt einfach nur die Hälfte vom Foto, das sieht total komisch aus. 100% Dialga, das erste Dialga bei ihm und direkt ein 100er. Lennart zeigt uns ein Elite-Baldorfisch mit 1337. Das ist immer eine coole Zahl. Wenn ihr Pokémon noch habt mit 1337, schickt die mir nicht, ist egal. Wir haben das ja schon mal gezeigt, da gab es ja mal ein extra Video dazu. Matze, erster Raid, danke an die Omen. 100% Palkia mitgenommen, richtig genial. Würde ich auch gern haben, wollte ich jetzt sagen, aber ich habe auch mein 100er Palkia schon auf Level 50. Ich muss nur meinen Account irgendwann wiederbekommen. Diesen Sonntag müsste es soweit sein, dass ich mein Main wiederbekomme. Henry Niki, gerade aus dem Ei bekommen. 100% Hisui Baldorfisch und ganze Arbeit umsonst gestern gemacht. Er hat nämlich am Mittwoch in der Raid, nee, am Mittwoch nicht, am Sonntag hat er nämlich extra sein Baldorfisch als Buddy genommen oder so. Oder doch am Mittwoch, ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall den als Buddy genommen, damit er den entwickeln kann. Und kurz danach kriegt er das 100er und hätte jetzt das 100er entwickeln können. Deswegen sage ich immer wieder, wenn ein Event läuft, wartet bis das Event aus ist. Dann seht ihr ja, was das Beste ist, was ihr bekommen habt. Und dann könnt ihr ja immer noch entwickeln. Genauso wie wenn jetzt die Leute aus dem Palkia Raid im ersten Raid einen 96er kriegen. Fragen dann direkt, soll ich das pushen auf 40, auf 50? Ich sage immer, wartet, bis Palk heraus ist, wenn es nicht mehr in den Raids ist und ihr habt kein besseres, dann pusht halt das. Aber ihr habt jederzeit die Möglichkeit, noch einen 98er, einen 100er zu kriegen, irgendwas. Muss jeder selber wissen, ich würde es halt immer so machen, ein bisschen Geduld ist immer eine gute Sache, aber die meisten haben einfach keine Geduld. Shenaya mit dem zweiten 100er, die Dialga hier auch. Shenaya, noch ein Elite-Mon, auch mit 1337. Wir haben hier einen Nuller Volto-Ball. Shiny Bronzel, Shiny Zickzacks. Krypto-Pikulende, was ein 100er werden würde, wenn man es erlöst. Shiny Tangela, 100er Griffel. Erlöstes 100er Traunfugil. 100% Waschakwil. 1608, das ist eigentlich genial, weil das Ding ist ja bisher jetzt nur einmal da gewesen. Am Sonntag in dem Raid Day konnte Shiny sein. Man konnte einen 100er bekommen und ein Shiny zu bekommen war natürlich leichter als ein 100er zu bekommen. Sie hat ja einfach trotzdem 100% Waschakwil mitgenommen. Das ist eigentlich wirklich ein kleines Highlight. Pulpix hier auch noch in Shiny mitgenommen. Hier die Shiny-Ausbeute vom Raid-Tag nach 92 Raids. 3 Shiny Waschakwil. Wenn ich mal so gucke, ich habe auf dem kleinen Account, auf dem einen habe ich 6
freie Pässe verbraucht, die 5 von dem Tag und den einen von davor. Ich habe aus 6 Raids 4 Shinies bekommen, hier bei 92 Raids 3 Shinies. Aber das ist der Main, das zählt auf jeden Fall trotzdem, da seht ihr, wie unterschiedlich das immer ist. Leon, zurzeit bei Rewe Mitglieder und Mod Gießkannen, das fand ich eigentlich auch richtig cool, deswegen wollte ich das mal jetzt mit reinnehmen. Dann die Selal Edition, Selal, der schickt ja jedes Mal richtig 1000 Bilder. 100er Natu, 100er Mediti, Shiny Lampi, Shiny Magunior, Shiny Dialga. Die könnten ja wenigstens dazu schreiben, dass es Meerkornbrot ist, ne? Wenn da steht, Meerkornbrot, 750 Gramm Meerkornbrot. Meerkornbrot, in Klammern Meerkornbrot. Weiß man ja gar nicht, was das ist, wenn das nicht dabei steht. Ne? Versteht ihr, wie übertrieben kann man es denn machen? 100er Voldoball, Shiny Barmelin. Die Welt geht unter, aber das ist noch lange kein Grund, um Ananaspizza zu essen. Denn alles ist ausverkauft, aber die Ananaspizza, die Pizza Hawaii liegt noch da. Fand ich auch lustig, habe ich auch mit reingenommen. Hier 100er Hydropi aus dem Tausch erhalten als Glücks-Pokémon. Dann Lavados aus dem Rauch wieder mal. Ist wahrscheinlich geflüchtet, das andere Bild fehlt nämlich, aber dazwischen stand geflüchtet da. Libeltra aus dem Rauch bekommen, aus dem Abenteuerrauch. Auch hier Shiny Waschkawil. Waschakwil. Ihr seht schon die Bilder am unteren Rand. Der hat mir bestimmt 10 Waschakwil Shiny geschickt. Ich habe die nicht alle mit reingenommen. Ich nehme den in der Mitte. Da seht ihr ja links und rechts geht's weiter. Auch Unmengen an Waschakwil bekommen. Hunderte Yorkliff auch noch aus dem Tausche halten. Shiny Palke hier bekommen. Ich bin Meister im Schnellrechnen. Okay, was macht 789 mal 64? 35. Falsch. Aber schnell. Schnell rechnen, ach ist es schnell gewesen und komplett ausrasten. Dann hat er auch hier einen super Abenteuerrauch gehabt mit lauter komischen Sachen dabei, wo ich gar nicht weiß, was das alles sein soll. Ich sehe da auch irgendeinen Hai. Da sind Roboter, ist das alles von Transformers? Da ist hier ein Mann auf dem Stuhl, ich mach's lieber schnell weiter. Pokehunter, 100er Wingull, Shiny Krypto Glumanda, Shiny Yorkliff, Luigi Sarada, 100er Ponita, 100er Bidiza, 100er Dialga 2307, Shiny Formeo Hodensack, Shiny Bronzel, Shiny Ponita, Shiny Driftlon, Shiny Vollbeat, Shiny Waschakwil, 100er Sodamak, Koselinchen, man beachte die WP, aber immerhin gefangen. Hat wenigstens einen Galavogel bekommen? Habt ihr schon einen Galavogel bekommen? Hat jemand vielleicht sogar schon alle 3 Galavögel? Und wer hat noch gar keinen gesehen? Ich zum Beispiel. Ich habe nämlich noch gar keinen Rauch, weil ich meinen Account nicht habe. So. Insgesamt 10 Raids, 2 Shinies beim Waschakwil Raid Day auch hier mitgenommen. Die zeigt sie uns hier auch nochmal, Koselinchen. Dann ein Barmelin, einfach so. Einfach so. Und am selben Tag noch eins aus dem Abenteuerrauch. Und in dieser Übersichtsseite am Ende wird euch ja sogar angezeigt, das Shiny direkt auf der Map sozusagen. Also ihr seht in der Übersicht auch ein Shiny. Hier dann noch ein Sneevil und ein Waumbel dabei. Mein Lugia habe ich auch noch abgeholt. Das ist auf jeden Fall relativ stark und das würde ein 100er werden. Ich hätte das erlöst, denn ich bin so. Ich würde es an ihrer Stelle aber einfach so lassen. Und heute noch ein 100er, ein Hisui Sneevil, was ihr zu Sneeboss entwickeln könnt. Also das ist auf jeden Fall richtig cool, denn das gab es ja nur aus den 7 Kilometer Eiern. Deshalb ein richtig starkes, seltenes 100er momentan. Sowie ein Shiny auch aus dem blauen Rauch hier noch im Europe mitgenommen. Dann Alexander Ahringer, 100% Lampi. Endlich Shiny Barmelin beim Alexander. Chevy Art hier auch. Waschakwil Shiny, Sodamak Shiny, Glumanda Shiny, Krypto. Marco FedEx hat einen Arktos gesehen, ist aber leider geflüchtet. Dann hat er ein 100er Palkia mitgenommen. Dübendorf, Zürich, Schweiz. Sören, der dritte Account bei einem Just for Fun Raid. 100% Inkognito aus dem Raid mitgenommen. Fiat im Hintergrund, das ist auch genial. Fiat im Hintergrund, vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Aluhut hier, 100er Palimpalim. Dann auch Shiny Waschakwil mitgenommen, Shiny Skorgler. Lukas, ein Shiny aus 15 Raids. 6 Stück, 4 Shinies. Ich glaube, die Zahl verändert sich immer zu, je öfter ich sage. Kaiser Kai, einfach so in der Wildnis, noch Shiny Kaumalat. Was man so findet, wenn man mal den Queststapel aufräumt. 100er Kramurks. Meine Ausbeute vom Raid Day. Das normale Waschakwil ist ein 100er.
Das Shiny gab es im ersten Raid. Das normale ist ein 100er. Ach so, das nicht die Hisui-Form, sondern das normale, was unten ist mit 897, das ist ein 100er und dann da unten 6 freie Dinger mitgenommen und da auch ein Shiny dabei gewesen. Was will man mehr? Alles erreicht in dem Moment. Deku zeigt uns hier auch ein Shiny Baupe im Abenteuerrauch und ein Shiny Marmelin im Abenteuerrauch 2 Tage später. Chill Boris, juhu, auch Shiny Sodamark mitgenommen. Patrick, hier 2x Krypto Shiny Bisasam plus Shiny Sodamark. T-Tomek 46, mein erstes Mal, dass ich etwas einsende. Gerne wieder. Wetzlar Hessen auch 100% die Sui Sneeble mitgenommen. Mac Maggie, da ist das Ding. Shiny Sodamark 100% Velursi und ein gebrütetes 100% Ordoch aus Gütersloh. Dieser Ort verfolgt mich schon wieder. Hannes könnte sich hier in 100% Glurak erlösen. Wir haben auch Shiny Sodamark dabei, Shiny Waschakwil, 100% Zubat, 100% Gekkabor, 100% Zirpurze, Thomas Speck, 100% Porenta, Shiny Kaumalade aus dem Abenteuerrauch, 100% Duodino aus dem Trade als Lucky, 100% Slimer, Zapdos wenigstens mal hingestellt, Lavados geflüchtet, heißt es dann, das ist gefangen? Das ist geflüchtet? Was heißt das? Ich weiß es nicht. Benjamin Engel, auch Lavados aus dem Rauch, natürlich geflüchtet, aber Zapdos gefangen. Dann hat er noch einen Duo-Raid gemacht, der hat uns ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass er Mega Gengar versucht hat, immer im Duo zu machen. Alle möglichen Konstellationen mit allen möglichen Attacken. Dann hat er extra eins gefunden, was Spukball hat als Attacke und auch das mit 83 Sekunden Restzeit besiegt. Ziel also erreicht. Benjamin Engel also immer der Mann für die Duo-Raids. Johannes Enzo Beckmann, auch hier was geschickt, ein Wishu mit 100%. Karin Suhl, müssen Sie ja knackig aussprechen, Karin Suhl, hat geschrieben, sie hat ein wildes Evoli einfach so auf der Straße sitzen gefunden. Das heißt, jemand hat ein Plüschtier weggeworfen, sie hat das gefunden. Das ist auch total dreckig, wenn man sich das mal ansieht und zerzaust. Das ist bestimmt das, was die Shinaya vergessen hat. Das ist von hier bis nach Suhl gekommen. Und die Karin hat es in Suhl dann aufgelesen. Tyler Stuck, hier Shiny Panzer Aeron, Elke Kaiser, 100er Gala Fleckmon, Alola Gala, 100er Fleckmon, was da halt rumsitzt. Dann nochmal hier Shinies mit Slimer, Mauzi, Sonflora, Tangela, Onyx, Waschakwil, Kaumalat, Mikro, Gemini, ist das was für Raider Mittwoch, hat mir ja auch was geschickt, Staralili, Onyx, Waschakwil, Abra, Barmeline, 2 Krypto-Shinies mit Bisasam und Shiggy, Dole Pi, 100er auf dem Main aus der Kampfliga, Schlurp, 100% aus der Kampfliga, auch richtig feine Sache, Lennart hier, ein Galazapdos war da, geflohen, daneben das Stralunia, Shiny, zack, mitgenommen, kurzer Prozess, für Ram hier auch noch, Krypto-Shiny, Glumanda mitgenommen, Shiny, Zipurze, huch, wo ist denn das Waschakwil, fand ich auch cool, das Bild, das sitzt halt einfach, werfen wir den Ball, mal gucken, was passiert, und Brainy Stendal hier noch ein Shiny Ponita. Das war's schon, mehr wurde nicht eingesendet. Die Leute, die immer sagen, ja, ich habe 100er Shiny bekommen aus dem Raid, ich bin der Beste. Und dann sagst du, ja, kannst du ja mal reinschicken für Raider Mittwoch, kommt einfach nichts. Die machen da mit, die kriegen immer oder die geben in den Streams immer an, wie den ausbeuten, aber dann schickt immer keiner was. Finde ich interessant, aber man muss ja nicht alles zeigen. Das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Ich muss sagen, die ganze Sendung ist eigentlich ziemlich ruhig und gemütlich. Ihr merkt das auch, ich rede auch anders, alles gemütlich. Es ist nachts, ich muss ruhig sein. Ich kann nicht rumschreien wie sonst immer. Sonst schreie ich auch nicht rum, ob da richtig erkannt. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Dole Pi. Ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Ich bin so durchgegangen und es waren eigentlich nur alles so normal, so mal ein legendäres Shiny, mal ein Shiny, mal ein 100er, mal ein 100er legendäres, aber da fast jeder 100er legendäres. Ich dachte, es ist alles so gleich und ein was hat herausgestochen und das war beim Dole Pi, leider auf dem zweiten Account, leider auch richtig hässliches Foto, nur abgefotografiert, total
mieses Bild und Qualität, aber 100% Shiny Palkia. Sogar ein bisschen gepusht. Und das ist eigentlich das coolste Bild, die coolste Einsendung von dieser Woche. Und deswegen ist das der Schocker der Woche, weil das die beste Einsendung war. Grüße gehen raus an Dolepi. Lustig, dich auch im Lennart-Stream gesehen zu haben abends. Ich habe da ja mal reingeguckt jetzt und du auch und dann überhaupt und keine Ahnung. Sonst würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Kurze Folge, denkt dran, 18 Uhr heute, Raid-Stunde mit Palkia. Wenn ihr unterwegs seid und Raids macht und wenn ihr mit dem Spületrend-Account befreundet seid, dann ladet den mal ein zu euren Raids, wenn ihr noch Platz habt. Wartet nicht drauf, versucht es einfach auf gut Glück. Vielleicht kriegt ihr einen Raid-Mania-Punkt. Mal gucken, ob ich durchraiden kann. Ist ja für den Account, der dann eh verlost wird. Vielleicht kriegt er auch noch einen Shiny Palkia oder einen 100er durch euch. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.